Good morning, ich sehe irgendwie komplett müde aus. Willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ihr seid die Ersten, mit denen ich rede, deswegen höre ich mich ein bisschen komisch an. Heute sollte eigentlich mein neuer Laptop ankommen. Ich habe meinen letzte Woche leider kaputt gemacht. Ich habe das Ladekabel in den Bildschirm geworfen, aus Versehen natürlich. Der Laptop stand halt, als ich Sport gemacht habe, so auf dem Boden. Ja, währenddessen ist mir dann das Kabel, also der Adapter, der in die Steckdose kommt, ausgekommen und in den Bildschirm so reingebaumelt. Zuerst dachte ich, ich kann das easy reparieren lassen, aber die Kosten waren dann doch so groß. Nur von dem Bildschirm Reparatur und er hatte leider schon innerlich ein paar Macken. Ja, ich habe Angst, einfach so viel Geld auszugeben und dann ein paar Wochen oder Monate später andere Schäden noch zu haben. Und ja, sowas kann ich mir einfach nicht erlauben. So viel Geld habe ich dann auch nicht zur Verfügung, dass ich den dauernd zur Reparatur schicke. Und somit musste ich mir einen neuen kaufen. Finde ich super schade, weil ich das Ding echt noch ein paar Jahre genutzt hätte. Ich finde es auch immer nicht so geil, wenn man so viel neu kauft immer. Ich finde es zum Beispiel super, wenn man auch gebrauchte Sachen sich kauft oder halt einfach versucht, die Geräte so lange wie möglich zu haben. Man braucht nicht immer bei dem neuesten Modell das neueste Gerät. Allerdings ist es für mich ja ein sehr, sehr wichtiges Arbeitswerkzeug zusammen mit meinem Handy. Ohne den kann ich nicht wirklich weitermachen. Und das merke ich jetzt gerade total, weil heute sollte ja der neue Laptop ja eigentlich ankommen. Aber laut Lieferverfolgung sieht das schlecht aus. Ich sag euch, Corona und kaputte Laptops ist keine gute Kombination. Ich sehe einfach so krank blass aus. Dann mache ich jetzt erstmal eine Runde Sport. Jetzt gerade hier unten so rumgekratzt. Das ist natürlich ganz toll, wenn man dann eine halbe Sekunde später seine Kamera auf sein Gesicht hält. Aber was ich sagen wollte, jetzt habe ich es natürlich euch auch noch gesagt. Ich habe jetzt gerade ein YouTube-Video für euch gedreht, beziehungsweise ein Drittel. Ich plane nämlich ein Porridge-Video. Ich liebe Porridge. Hallo? Hier bin ich. Hallo? Ich plane nämlich ein Porridge-Video und möchte euch dabei drei komplett verschiedene Porridge-Chests in diesem Video zeigen. Das erste habe ich jetzt gerade abgedreht. Dann habe ich die Küche aufgeräumt und noch einen spontanen Call mit meiner Managerin gehabt. Das war sehr aufbauend gerade. Nach diesem Gespräch habe ich gefühlt mein halbes Notizbuch vollgeschrieben und als kleiner Break gibt es eine kleine Runde Klavier spielen. Ich bin nämlich allein zu Hause. Ich kann irgendwie nur Klavier spielen, wenn ich alleine bin. Ich spiele halt schon Klavier, seitdem ich ganz klein bin. Also seitdem ich 5 bin, da konnte ich noch nicht mal lesen. Und das habe ich dann, glaube ich, bis ich 17, 18 war. 17 wahrscheinlich. Oder 18, ich weiß nicht mehr. Gespielt. Ich hatte dazwischen aber so ein bisschen immer mal wieder ein halbes Jahr Pause oder so, weil ich sehr oft meinen Klavierlehrer wechseln musste. Ein Lied kann ich auf jeden Fall noch auswendig spielen und ich spiele es euch jetzt mal vor und ihr müsst erraten, welches Lied das ist. Also ich denke mal, viele von euch kennen das, aber ob ich das so spiele, dass ihr das kennt, ist die andere Frage. Übrigens habe ich so ultra hässliche Finger. Seitdem die Nagelstudios zu haben, will ich die eigentlich niemandem zeigen. Was soll's. Thank you.
Da waren natürlich jetzt ein, zwei Fehler dabei, aber ich bin ja auch kein Klavierprofi, spiele weder jeden Tag, zudem habe ich keinen Unterricht mehr und gar nichts. Das Lied habe ich, glaube ich, mit 16 oder so mal gelernt und kann seitdem auswendig. Wenn ihr es wisst, dann schreibt, wie gesagt, mal in die Kommentare, was für ein Lied das ist. Ich spiele normalerweise nicht vor Leuten oder sehr, sehr, sehr selten. Mir wurde halt oft gesagt, als ich geübt habe, dass ich mal mich anstrengen sollte und sowas. Zu dem Zeitpunkt habe ich mich auch komplett angestrengt. Also ich habe natürlich den Fehler gehört, aber klar, wenn man ein Lied neu lernt, dann macht man am Anfang auch noch super viele Fehler. Man erkennt das Lied am Anfang natürlich auch noch nicht oder spielt erstmal, keine Ahnung, eine Hand und die andere nur so halb. Das ist ja auch völlig normal. Nur wenn man dann halt das Gefühl hat, dass eine andere Person das stört, wie man spielt oder wie man übt oder dass man nicht gut spielt oder es sich schrecklich anhört, dann nimmt einen das so ein bisschen an Selbstbewusstsein. Außerdem gab es in meiner Klavierschule immer jedes Jahr mindestens ein, zwei so Vorspiele, also Konzerte, wo dann alle Schüler vor den Eltern und Gästen gespielt haben. Und ich habe da auch sehr oft mitgemacht. Und ich konnte das Lied wirklich immer in- und auswendig, was ich vorgetragen habe. Vorwärts, rückwärts spielen, schnell und langsam. Ich habe mich wirklich 80% der Konzerte immer verspielt und dann auch wirklich so Blackout-mäßig, sodass ich mitten im Lied nicht mehr wusste, wo ich bin, was ich gerade spiele, wie ich jetzt weitermachen sollte. Und das ist halt einfach super, super unangenehm. Und damit habe ich so ein paar Erfahrungen gemacht. Also einfach unter Druck und Aufregung spiele ich halt einfach anders. Da spielt mein Gehirn nicht so mit. Bestimmt kennen das auch viele von euch so von der Schulzeit, dass man bei einem Test plötzlich gar nichts mehr wusste, obwohl man so viel gelernt hat. So ist es bei mir halt vor allem beim Klavierspielen gewesen. Und ja, dann habe ich irgendwann aufgehört, vor Leuten zu spielen. Also könnt ihr euch sehr geschätzt fühlen, dass ich jetzt das hier gemacht habe. So ist das. Das war meine kleine Story zu mir und dem Klavier. Update. Es ist jetzt kurz vor 5 und es ist noch hell. Mein Computer ist immer noch nicht da und ja, das bereitet mir Sorgen, weil ich doch einfach weiterkommen möchte. Ich habe alles erledigt, was ich so tun kann. Ohne Laptop natürlich. Und jetzt sitze ich so ein bisschen auf heißen Kohlen und werde ungeduldig. Darum habe ich mir jetzt das gegönnt. Heute ist ein neuer Tag. Mein Laptop ist natürlich immer noch nicht da. Aber schaut mal, mein Lipgloss ist so pretty. Ich bin heute auch irgendwie ein bisschen besser gelaunt und motiviert. Vor meinem Fenster steht ein gelbes Auto und ich frage mich, warum kauft man sich ein gelbes Auto? So ein, wie heißen die mit dem, mit Kaktus, diese Autos, wo dann so am, also Geschmäcker gehen auseinander, falls ihr oder eure Eltern so ein Auto haben sollt, jedem das sein, ne? Aber ich finde es irgendwie ein bisschen kritisch in Gelb. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin heute so gut gelaunt, weil die Sonne scheint und ich heute schon voll viel erledigt habe. Ich habe mir Sport heute mal auf abends verlegt, weil ich bei meiner Mama übernachtet habe. Heute Morgen habe ich schon voll viel Obst besorgt, weil in der Nähe, wo meine Mom wohnt, ist so ein großer Obsthändler, wo man echt sehr günstig viel Obst bekommt. Ich glaube, das ist so ausrangierte Ware, die halt nicht mehr tip-top-Zustand ist. Aber wenn man die Sachen relativ schnell verbraucht oder beim Kaufen ein bisschen näher hinguckt, dann ist es ultra super. Also ich bin mir fast schon zu schade, im Supermarkt mittlerweile Obst zu kaufen, weil das dieselben Marken sind und die so viel teurer sind. Jetzt habe ich mir gerade eine To-Do-Liste erstellt. Die ist irgendwie länger als gedacht geworden. Zwei Sachen davon habe ich schon geschafft. So, das ist erstmal. Übrigens ist gestern mein Laptop gekommen. Ich habe ihn noch nicht ausgepackt, weil ich den irgendwie erst abends bekommen habe und ich dann gleich los musste zu meiner Mom. Ich bin gespannt, wenn ich die beiden nebeneinander liege, ob da man optisch irgendwas erkennen kann. Ich glaube mal nicht. Irgendwie freue ich mich jetzt doch. Es ist eine Hassliebe. Ich meine, man freut sich immer über neue technische Geräte wie ein Laptop. Da freut man sich ja. Aber man freut sich halt eigentlich auch nicht, weil man im Hintergedanken hat, dass man den alten noch echt länger hätte benutzen können. Ich hätte es mir so gewünscht und ich hätte mir halt von dem Geld ein Handy kaufen können.
oder wollen, beziehungsweise müssen. Es ist ein Struggle, ich sag's euch. So, wenn ihr jetzt so fragt, so Paula, wieso wünschst du dir das nicht einfach zu Weihnachten oder zum Geburtstag oder so? Also ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es bei den meisten von euch auch so, aber sowas bekomme ich irgendwie nie zum Geburtstag oder nie zu Weihnachten. Ich könnte mir einen Zuschuss wünschen, also Geldzuschuss, aber ich bin dann eher so ein Mensch, ich wünsche mir dann lieber Kleinigkeiten zu Weihnachten wie Bücher oder so und kaufe mir dann ein Gerät selber und ja. Ich sag euch, dieses Ding stinkt so krass. Ich wusste nicht, dass ein Laptop so krass nach irgendwas stinken kann. Ich bin mir nicht sicher, ob es Technikgeruch oder so Kellergeruch ist. So, lieber Laptop, ich gebe dir zwar jetzt keinen Namen, aber ich hoffe mir ganz feste, dass du länger aushältst als der alte. Das wird mir nämlich sonst viel zu teuer. Halt durch. Ich werde dich so gut behandeln, wie ich kann. Ich verspreche es dir. Ich wusste, dass irgendwas an diesem Laptop anders ist als bei diesen. Und zwar diese Tasten und auch dieses Pad hier. Sieht man nochmal meinen kaputten Display. Aber ja, crazy irgendwie. Guten Morgen. Heute habe ich mich mal auf einen kleinen Walk verabredet. Und zwar mit der Kimberly. Ich kenne sie aus Köln und weil sie eben in Köln wohnt, sehen wir uns halt richtig selten. Und deswegen freue ich mich jetzt gleich einen Spaziergang zu machen mit ihr. Und danach muss ich back to work. Ich habe so viel zu tun. So, ich habe mich jetzt mit der Kimberly getroffen. Hallo. Wir gehen ein bisschen spazieren. Ich meine, Corona Times. Ja, genau an dieser Stelle ist mir dann mein Akku leer gegangen und Kimberly hat aber ein bisschen weiter für mich gefilmt. Kimberly studiert übrigens Regie in Köln und ich kenne sie schon einige Jahre, aber ich sehe sie halt selten, weil ich meine, Köln und München ist jetzt auch kein Katzensprung, aber sie hat ein bisschen mitgefilmt und hat mir richtig lieb die Dateien zugeschickt. Also seht ihr jetzt gleich eine kleine Footage von Kimberly und ja. Yeah. Hallo, hallo. München ist sehr leer. Es ist wirklich sehr leer. Ungewohnt leer. Das sieht man selten. Ja, aber Corona Times, was soll man dazu sagen? Ja. Richtig traurig sowas. Ja, aber ey, wir haben 12 Grad im Februar. Mit Bienen. Mit Bienen, ja, genau. Krass. Das war's auch schon wieder mit meinem Video und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.